Und jetzt ist er bei uns im Studio, GDL-Chef Klaus Weselski. Guten Abend. Hallo, dann Frau Werther, Herr Simon. Endlich steht also eine Einigung in diesem Tarifkonflikt. Auffällig sind die gewählten Formulierungen. Wir schauen sie uns mal an. Die Bahn lobt die Tarifeinigung als intelligenten Kompromiss. Sie sprechen von einem Erfolg fast auf ganzer Linie. Inwieweit war dieser Arbeitskampf auch ein exklusiver Machtkampf von Ihnen mit dem Personalvorstand Martin Seiler? Nun, diese Auseinandersetzung hätte in dieser Form und in dieser Länge gar nicht sein müssen. Wir haben mit 29 Eisenbahnverkehrsunternehmen Tarifverträge abgeschlossen und der Personalvorstand bezeichnet das als PR-Gag. Und jetzt kann ich natürlich mit einer leichten Ironie mitteilen, er ist dem PR-Gag erlegen. Er hat jetzt auch die 35-Stunden-Woche und zwar ab 26 beginnend bis zum 01.01.29. Und die Zielsetzung war, die Arbeitszeit zu verkürzen für Menschen im direkten Bereich. Das haben wir geschafft für Schichtarbeitende, weil das die entscheidende Komponente ist. Wir müssen das Schichtsystem verbessern und mehr Personal ins Eisenbahnsystem bringen. Aber man hört ja davon, dass die Lokführer und auch andere Beschäftigte bei der Bahn, aber hier geht es ja um die Lokführer, schon jetzt sehr viele Überstunden machen müssen. Daraus leitet sich ja die Nachfrage dann eben ab, kann die Bahn das personell überhaupt stemmen? Wenn alle nur noch 35 Stunden arbeiten, braucht man ja letzten Endes deutlich mehr Mitarbeiter. Das ist richtig. Im Schichtsystem müssen Sie jeden ersetzen, der mehr Freizeit hat, der mehr freie Stunden hat. Aber wir haben heute, seit den letzten beiden Jahren, schon viel zu wenig Lokführer, Zugbegleiter, Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter im System. Und die Ursache ist das Schichtsystem. Die Menschen finden das nie attraktiv. Sie wissen, die Zeiten haben sich geändert. Zu meiner Zeit war das völlig normal. Heute sagen sie, da gibt's andere Berufe. Kann man Homeoffice machen, kann man mobil arbeiten. Das ist einfach attraktiver. Und deswegen ist unser Ziel, mehr Menschen ins System zu bringen. Und die Eisenbahnverkehrsunternehmen sind nun mittlerweile davon überzeugt, dass mit der Absenkung, schrittweisen Absenkung der Wochenarbeitszeit, tatsächlich auch das ganze Schichtsystem und das Eisenbahnsystem interessanter wird. Dass Schichtarbeiten Knochenjob ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Fragwürdig ist aber doch die Art und Weise, wie dieser Konflikt ausgetragen wurde und diese Streiks eben auf dem Rücken der Bahnreisenden. Tut es Ihnen denn auch ein Stück weit leid, dass Sie eben über Monate sozusagen das ganze Land mehr oder weniger in Geiselhaft genommen haben? Nun wissen Sie, dieser Begriff ist anders belegt. Wir kennen ihn, er wird immer wieder verwendet, aber ich sage Ihnen, Arbeitskampf ist Arbeitskampf. Und wenn man die Bahn 1993 privatisiert und wenn man den Beamtenstatus bei Lokführern, bei Fahrdienstleitern wegrationalisiert und meint, die Bahn ist eine Erfolgsgeschichte, wenn sie an die Börse kommt, das waren die Entscheidungen der Politik, dann sollte man tunlichst vermeiden, bei der tarifautonomen Auseinandersetzung so zu tun, als wäre Streiken etwas Schufliges. Streik ist das letzte Mittel, das haben wir angewendet, weil dieser Bahnvorstand von Beginn an gesagt hat, nein, wir machen keine Wochenarbeitszeitabsenkung. Und jetzt hat er sie gemacht. Eine Kröte mussten sie aber offenbar doch schlucken, nach allem, was man hört. Wollten Sie ja, dass die GDL künftig auch andere Gewerke der Bahn in Tarifverhandlungen führen soll oder vertreten kann? Das hat die Bahn jetzt aber abgelehnt. Ging es bei diesem Arbeitskampf jetzt wirklich nur um die Arbeitsbedingungen der Lokführer oder auch um die Macht der GDL? Es ging nie nur um die Arbeitsbedingungen der Lokomotivführer. Wir sind seit 2015 verantwortlich für das gesamte Zugpersonal, Zugbegleiter, Bordgastronomen, die Disponenten in dem Bereich, die tätig sind, Lokrangierführer im Cargo-Bereich. Das heißt, wir haben mittlerweile 2021 die Werkstatt als Mitglieder. Wir haben Mitarbeiter in den Werkstätten der Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und wir haben auch die Verwaltung im Tarifvertrag. Die Öffnung der GDL zu einer Eisenbahngewerkschaft ist die Folge des entschiedenen Tarifeinheitsgesetzes. Wir müssen ja in die Lage versetzt werden, über unsere Tarifverträge auch ausreichend Mitglieder zu machen und uns entsprechend mit der Mehrheit in den Betrieben dann zu wappnen, damit unsere Tarifverträge faktisch erhalten bleiben. Sie gehen in einer großen Anzahl von Betrieben jetzt unter. Es sollen nur in 19 Betrieben GDL-Tarifverträge angewendet werden. Das heißt, Zehntausende von Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern bekommen das, was sie mit uns gemeinsam erstreikt haben, nun nicht. Und das wird noch für Furore sorgen. Diese Fehlentscheidung ist aus unserer Sicht übrigens nur bei der Deutschen Bahn zur Anwendung gekommen. Alle anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen lehnen es ab, das Tarifeinheitsgesetz anzuwenden. Allerdings dann wahrscheinlich mit einem anderen Gewerkschaftschef. Sie gehen demnächst in Rente. Wie wichtig war es Ihnen, sich jetzt noch kurz vor der Rente dieses Denkmal 35-Stunden-Woche zu setzen, insbesondere 35 Stunden? Es gab ja auch ein Angebot von der Bahn, da war von 36 Stunden die Rede. Sie haben das abgelehnt.
Das war ein PR-Gag. Die Bahn hat behauptet, sie hätte 36 Stunden angeboten, das, was einfach nicht stimmte. Die Moderatoren hatten vorgeschlagen 36 Stunden, aber in den Papieren waren eine Reihe von Elementen. Das mussten wir zu der Zeit damals ablehnen. Man spricht immer davon, dass ich mir ein Denkmal setze. Wissen Sie, ich mache nichts anderes, als den Willen unserer Mitglieder in dieser Organisation umzusetzen. Und die Frage, ob das fürs Eisenbahnsystem gut ist, ist wirklich mit Ja zu beantworten. Und von daher ist das ein entscheidender Schritt in diesem Lande, endlich mal für Menschen, die in der Schichtarbeit sind, die im direkten Bereich arbeiten, auch eine Diskussion anzufachen, die wir in dem Land immer nur für diejenigen führen, die schon ganz gute Arbeitsbedingungen haben. Ohne Neid. Wer mobil arbeiten darf, den beneiden wir nicht. Wer im Homeoffice arbeiten darf, alles gut. Aber wieso haben wir nie gesprochen über diejenigen, die in den Zügen unterwegs sind, die in den Werkstätten arbeiten, die auf Stellwerken als Fahrdienstleiter tätig sind? Und das, finde ich, ist eine gute Richtung. Die Diskussion um Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter ist in vollem Gange und andere Gewerkschaften werden nachziehen. Steht Ihr Nachfolgekandidat eigentlich schon fest oder wen würden Sie da empfehlen? Der steht schon fest. Wir haben damals eine Findungskommission eingesetzt. Der ist 2022 im Juni bei unserer letzten Generalversammlung gewählt worden. Und wir haben das Modell gewählt, dass er jetzt 2,5 Jahre mit mir gemeinsam unterwegs ist und sich einarbeiten kann und die ganzen Prozesse schon miterlebt und mitverhandelt. Von daher bin ich ganz guter Dinge, wenn ich in Rente gehe. Die Organisation wird weiter eine hervorragende Gewerkschaftsarbeit machen. Der Name? Mario Reiß ist mein Nachfolger. Der wird im September kandidieren als Bundesvorsitzender. Klaus Weselski, herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Und natürlich, falls wir uns nicht mehr begegnen, schon mal alles Gute dann für die bevorstehende Rente für Sie. Ich danke Ihnen. Dankeschön.